So, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir wollten uns ja heute um Vendrick kümmern. Mal gucken, ob das funktioniert. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. Das heißt, ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass am letzten Montag kein Video kam. Das lag einfach daran, dass ich am Wochenende wenig Zeit dafür hatte, um neue Videos aufzunehmen. Weil eigentlich nehme ich am Wochenende vielleicht mal ein bisschen mehr auf, so ein bisschen Vorrat für die Woche. Habe ich leider nicht geschafft, beziehungsweise Sonntag hatte ich auch nicht so doll Lust in der Zeit, die ich hatte. Wollte ich einfach mal nichts tun. Muss auch mal sein. Einfach mal gar nichts tun. Und auch aufnehmen, ja? Man denkt es gar nicht. Auch aufnehmen ist anstrengend. Ganz hart. Vor allem, wenn man alles alleine machen muss. Ja. Ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, aber man kann ja auch nicht nur Dark Souls spielen. Und Alien. Auch mal so ein paar andere Sachen oder aber gar nichts. Deswegen. Ich hoffe, ihr versteht das, wenn mal kein Video kommt. Eigentlich sage ich das auch vorher. Ich habe es ja diesmal auf Facebook geschrieben, dass das alles ein bisschen durcheinander ist, das Wochenende. Naja. So viel dann dazu. Was könnte ich denn noch erzählen? Das ist ja wieder ein paar Tage rum. Gibt's da was Neues? Nö, eigentlich nicht. Vielleicht fällt mir dann irgendwann ja mal was ein. Ach halt, mein Schild wollte ich auch noch ändern. Und ich sollte vielleicht nicht da wie so ein Bekloppter reinrennen. Nein. Na komm. Und jetzt aber. Jawohl. Was habe ich überhaupt für ein Schild? Kann es sein, dass ich das gleiche Schild habe wie die? Ne, habe ich nicht. Okay. Wollte schon sagen, es hat ja leichte Ähnlichkeit. Ach, wisst ihr, was ich jetzt vergessen habe? Mir wurde in den Kommentaren geschrieben, dass Vendrick leichter wird, je mehr Riesenseelen ich habe. Das heißt, ich habe jetzt die eine Riesenseele und die Riesenfürstenseele oder wie der hieß, der Boss, der Riesenboss. Und das war schon. Den anderen Baum konnte ich ja nicht benutzen, also bei dem anderen Riesen konnte ich da ja nicht rein. Moment. Das muss jetzt kurz abgeklärt werden. Weil es hat auch jemand geschrieben, dass ich jetzt vielleicht ja in die andere Erinnerung rein kann. Bei dem Riesen, wo ich vorher nicht rein konnte. Nachdem ich jetzt diesen Riesenfürsten besiegt habe. Könnte ja sein. Ich probiere das einfach mal aus. Weil bevor ich jetzt Vendrick platt mache, dann will ich doch lieber alle Riesenseelen haben, damit der leichter wird. Denke ich mir doch so. Gab es irgendwo noch einen Riesen? Ich bin echt schon die ganze Zeit am Überlegen, ne? Auch das letzte Mal, ob es noch irgendwo einen Riesen gab. Ich glaube nicht, oder? Ich probiere jetzt erstmal aus, ob ich hier jetzt rein kann, bei dem Riesen. Aber es gab doch mehr als drei Riesen, oder? Also ich bin da wirklich unsicher. Den in der Festung haben wir. Dann haben wir den hinter der Tür. Und jetzt den hier bei den Schildkröten. Das sind drei. Nach dem Verfolger gab es da noch einen Riesen? Oh, ich weiß es nicht. Ich muss da nochmal nachgucken. Tut mir leid, wenn das dann wieder alles ein bisschen länger dauert, aber es sind ja sowieso so die finalen Parts. Die finalen, ich mache noch das, was ich noch nicht gemacht habe, Parts. Ich könnte ja auch eigentlich mal im Schloss von Draglik schon mal weitergehen, aber es gibt noch so viel zu tun. Machen wir das erstmal. Bisschen Zeit ist ja noch bis zum 31.10. Obwohl eigentlich auch gar nicht mehr so lange. Ist auch nur noch eine Woche. Ungefähr. Naja. Also bis Lords of the Fallen draußen ist, haben wir das hier geschafft. Oder auch nicht. Aber eigentlich muss ich mich ja wirklich mal ein bisschen beeilen, ne? Fällt mir gerade so auf, das ist echt nur eine Woche. Eine Riese ruht in Frieden. Okay. Geht nicht. Dann gucke ich jetzt einmal noch mal ganz kurz beim Verfolger.
ganz kurz, ob da noch ein Riese war. Dann gehen wir hier hin. Und dann machen wir Wendrick. Komm, es muss ja vorangehen, dann scheiß drauf. Wendrick mache ich doch so oder so platt, Schwächling. Und dann gehen wir am Schloss von Dragalith weiter. Und dann, wenn ich dann den letzten Boss habe, dann, das ist ja jetzt anders als bei Dark Souls 1. Man kann ja noch, wenn man den letzten Boss besiegt hat, noch weiterspielen, angeblich. Dann kann ich ja nochmal diesen Finsterschleicher, oder wie er heißt, versuchen. Da bei den Portalen. Weil da, also das geht echt nicht. Das nach dem letzten Part, da war ich ja echt erstmal. Ja, da hatte ich keine große Lust mehr auf Dark Souls, muss ich sagen. Aber ich bin wieder da. Hi. So. Ab zum Verfolger. Beziehungsweise da, wo der Verfolger mal war. Moment. Hier lang, ne? Hier lang, hier lang, hier lang. Gab's da unten noch einen Riesen vielleicht? Da beim letzten Riesen? Ein Riese beim letzten Riesen? Könnte ja sein. Na egal, ich gucke jetzt hier noch kurz und dann soll uns das auch nicht länger aufhalten. Also hier dürfte keiner mehr sein. Nee. Vielleicht da hinten. Dahinter diesen. Ach Mensch, jetzt raff ich das erst. Das hier sind gar keine Felsen, das ist diese Statue. Das haben wir in der Erinnerung von dem einen Riesen da. Oh, was hast du denn hier? Das haben wir doch in Erinnerung von diesem einen Riesen da gesehen. Wo hier der Boss war. Deswegen ist ja auch alles so kaputt. Jetzt raff ich das erst. Das sind keine Felsen, das ist cool. Jetzt macht sich da erst diese Faszination breit bei mir, weil jetzt raff ich das erst. Das ist cool. Und da ist sogar noch ein Riese. Na wunderbar, dann machen wir den doch. Und rein da. Ha, seht, da waren doch nicht drei. Ich wusste doch, irgendwas fehlt. Oder irgendeiner fehlt. Und wenn ich ein ganz schlechtes Gedächtnis habe, dann fehlt erst noch einer. Aber ich glaube, dann müssten wir echt alle haben, wenn wir den jetzt auch noch schaffen, das Gebiet. Dann haben wir nämlich drei Gebiete. Bei dem einen geht's nicht. Oder ich kann ja, wenn ich das geschafft habe, kann ich bei dem anderen ja nochmal versuchen, da reinzugehen. Gedenken an Oro. Weilt hier nicht zu lange. Ja. Hoch oder geradeaus? Erstmal hoch. Erstmal hoch hinaus. Oh, hallo. Eigentlich hat dieser eine Typ ja mal gesagt, wir sollen die hier nicht töten. Weil die eigentlich nett sind. Und auch gegen die Riesen kämpfen. So habe ich das zumindest verstanden. Ach halt, erstmal das Schild wechseln und ein Pharos-Teil, das benutzen wir einfach mal. Hab ja genug. Ja, okay. Kiste. Und noch ein Pharos-Teil. Boah, nein. Boah, fuck. So schlecht bin ich, glaube ich, noch nie ausgewichen. Seele eines Helden. Drei Stück? Cool. Dann benutzen wir den auch nochmal. Wow. Wow, fuck. Okay. Ich dachte, das bringt vielleicht irgendwas, aber okay, doch nur eine Falle. Schade, habe ich verschwendet. Aber wir haben ja genug. Dann gehen wir nochmal ein bisschen höher. Oder wisst ihr was? Nee, ich gucke nochmal kurz unten. Nicht, dass es hier jetzt wirklich weitergeht. Wenn wir es in der Zeit nicht schaffen, dann mache ich den ganzen Spaß hier halt nochmal. Das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Wir haben ja Zeit. Okay, ich gehe nach oben.
Ich gehe nach oben. Ja, es tut mir leid. Ich bin so unentschlossen. Ich weiß gar nicht, eine Heldenseele, die wir eben gekriegt haben. Wie viele Seelen bringen die eigentlich? Wahrscheinlich 10.000, wie in Dark Souls 1, oder? Oder nee, gar nicht. Heldenseelen war 20.000. Oder? Ich weiß es nicht. Oh ja, genau. Ja, ist doch okay, Dicker. So, dann dich noch. Los, Kollege, helf mir. Oh, oh, oh. Nein, steh doch auf. Wie soll ich mich denn verteidigen, wenn ich hier rumliege und nichts machen kann? Das macht den Riesen da doch platt, Kollege. Okay. Der Riese hat ihn platt gemacht. Ich bin tot, oder was? Ja, was soll ich denn da machen? Ich liege auf dem Boden. Andere Gegner können mich nicht angreifen, wenn ich auf dem Boden liege. Aber die Dinger, oder was? Oh, ich. Also, nee. Das, also, sowas finde ich dann schon wieder unfair, weil ich kann wirklich nichts machen, weil mir das Spiel es nicht erlaubt. Und trotzdem kann ich Schaden nehmen und so. Sowas, nee, das finde ich nicht cool. Nicht cool, nein. Nö. Jetzt bin ich mucksch. Muss ich jetzt eigentlich vom Leuchtfeuer wieder anfangen oder vor dem Riesen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, natürlich. Ja, es tut mir leid, ich muss nur mal kurz nach Majubla. Meine Ringe reparieren. Wie immer. Ist wieder so geil. Das ist wieder so ein Part, wo absolut nichts passiert eigentlich. Außer einen Riesen gesucht. Okay, vielleicht schaffen wir ja noch. Ich werde nichts sagen. Ich meine, wir haben jetzt erst, ja, 12 Minuten ungefähr. Ist ja noch alles drin, ne? Denke ich mir auch immer, wenn ich so FIFA 15 spiele. Und dann kriege ich trotzdem übelst aufs Maul. Ja, ich spiele FIFA 15. So nach 4 Jahren habe ich gedacht, okay, man kann sich mal wieder ein FIFA kaufen. Ein FIFA-Teil. Der letzte, den ich hatte, war FIFA 11. Und da muss ich sagen, dann sieht man ja auch mal die Veränderung. Ich meine, zu FIFA 15, also von 14 zu 15, da kann mir keiner was erzählen. Also das ist keine Veränderung. Also die ganzen FIFA-Fanboys, die sagen, boah, da sind voll die krassen Features neu. Die Latte wackelt. Da denke ich so, jawohl, dafür muss ich nochmal 70 Euro ausgeben. Deswegen, das lohnt sich nicht. Also nach 4 Jahren dachte ich mir, ja, mal wieder so ein FIFA-Teil, dann auch für die PS4 mal ein Teil. Kann man ja mal machen. Aber ich krieg übelst aufs Maul. Weil ich spiele halt FIFA Ultimate Team, das sagt euch vielleicht was. Halt online und man macht seine eigene Mannschaft und so. Und da bin ich halt noch in Liga 10, ganz hinten, hab gerade angefangen. Noch nicht so gute Leute, ne? Keine gute Chemie in meinem Team. Und dann kommen da irgendwelche Lappen mit einer reinen spanischen Mannschaft, mit einer super Chemie, ja, die sich super verstehen, also die können halt besser passen, ja, und die Pässe kommen besser an und so. Und mit einer mega krassen Wertung schon hier, was weiß ich, weit über 80 der einzelnen Spieler. Und also ich krieg da so aufs Maul, da frage ich mich, wer hat diesen Scheiß gebalanced? Weil ich meine, dass ich gegen so einen keine Chance habe, der schon mit seinen Dribbeltricks und so ankommt, ja. Und ich als Noob, der sich erstmal wieder reinkommen muss. Also weiß ich nicht. Bisschen unverhältnismäßig. Aber gut. Viel schlimmer ist ja noch, dass ich noch meinen Abbruchmultiplikator von 0,3 habe. Das, wer nicht weiß, was das ist, wenn man ein Spiel beendet, damit man das nicht macht, gibt es halt eine Strafe. Und zwar, dass man weniger Punkte kriegt. Und ich krieg halt extrem wenig Punkte, obwohl ich noch nie ein Spiel verlassen habe. Nein, die scheiß EA-Server sind immer abgekackt. Ja, und das wurde mir angerechnet als, du hast das Spiel verlassen, jetzt kriegst du weniger Punkte nach dem Spiel. Und das regt mich wirklich auf. Und zwar so richtig. Und das wird jeden Tag mehr, weil immer wieder die scheiß Server überlastet sind von dem Drecksspiel. Oder nicht Dreckspiel, aber von den Drecks-EA-Servern. Und boah, ich habe so einen Hass auf EA, ne? Ich hasse EA seitdem noch mehr. Könnte ich mich aufregen. Das mit Battlefield 4 damals war ja schon schlimm.
dass da die ganzen Server und so nicht liefen bei Release. Mittlerweile geht's ja, wird auch Zeit, so ein Jahr nach Release. Aber das bei FIFA, das ist echt. Da müssen die Spieler drunter leiden. Ja, auch wenn man da nur weniger Punkte kriegt. Aber ich meine, das schränkt mich ja trotzdem in meinem Spielspaß ein. Und die Spieler müssen drunter leiden, weil EA zu blöd ist, irgendwie mal vernünftig Servermanagement dazu betreiben. Oder mal genug Server zur Verfügung zu stellen. Ich meine, dann sollen sie halt die von Assassin's Creed Brotherhood oder so abstellen. Da spielt eh keiner mehr. Und dann lieber in FIFA investieren. Nur mal so am Rande. Habe ich jetzt wieder 4 Minuten mit gefüllt mit dem Thema. Aber genug off-topic. Wieder zurück zu Dark Souls. Wenn euch das nervt, wenn ich so off-topic rede, dann schreibt es einfach in den Kommentaren, ne? Denn aber ich muss ja auch mal so ein bisschen meinen Unmut über die eine oder andere Sache hier kundtun. Weil das regt mich wirklich auf. So. Jetzt aber. Dem Bogen sei Dank. Ey, der Bogen ist super. Ich habe schon oft gesagt, aber das klappt gut. Immer schön aus der Reichweite bleiben. Wie so ein Franzose halt, ne? So Pussy-Taktik. Moin. Ihr greift mich nicht an. Das ist nett. Das ist nett. Ach so, dann waren die unten da, die mich angegriffen haben, vielleicht gar keine Krieger, die die Riesen angreifen, sondern irgendwelche anderen, die böse waren. Weil die sind ja lieb. Wie es aussieht. Was bringt mir das jetzt hier? Ach so, okay. Noch eine Seele. Ich hoffe, da oben ist jetzt nichts mehr. Uah. Riesenseele. Das war's schon. Halt. Nein, nein, nein. Fuck. Ja, ich habe vergessen, wenn man den untersucht, dann kommt man ja wieder in die richtige Welt. Das war's? Das war ja gar nichts. Okay, da unten war noch ein Riese, aber ich meine, scheiß drauf. Das war jetzt leicht. Aber gut. Da möchte ich mich ja nicht beschweren, ja, wenn Dark Souls mal ein bisschen leichter ist. Okay. Ja, ich würde mal sagen, dann hocke ich mich hier mal in das Nest, fliege dann zur verlorenen Festung. Und da dann gleich ans Leuchtfeuer. Das müsste jetzt am schnellsten gehen, glaube ich, von allen Sachen, wie ich zurück zum Leuchtfeuer komme. Okay, hier haben wir eine Ladezeit, aber hey Mann, Ladezeiten sind voll entspannt. Bestes Argument für Ladezeiten. Dem Spiel mal eine Pause gönnen. So. Reisen, reisen, reisen nach hier, Gruft der Untoten. Jetzt geht es Wendrick an den Kragen. Halt, nee, ich habe noch was vergessen. Oh, ich bin so blöd. Jetzt hätte ich ja mal gucken können, ob dieser andere Riese, ob ich da jetzt rein kann, die Erinnerung. Aber wisst ihr was, ist mir jetzt auch egal. Kann ich bestimmt eh nicht. Oder hat mir jetzt nicht sogar mal wer geschrieben, dass ich eh nur in drei Riesen rein kann? Der hat mir sogar die Namen von den Riesen aufgeschrieben. Ich glaube, es waren nur drei. Dann kann ich da jetzt bestimmt eh nicht rein. Dann muss ich ja nicht eure kostbare Zeit verschwenden. Oh, scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Ganz easy. Noch. Aber die stehen erst einmal so mega desinteressiert da rum. Und wenn ich die das zweite Mal dann treffe, dann werden sie erst auf mich aufmerksam. Aber gut.
sehe gerade, wir könnten dann auch erstmal einen Schnitt machen. Beziehungsweise ich, ihr nicht. So, Moment, nein. Oh. Hat Werner schon wieder Pfeile verschwendet. Gut, dann stelle ich mich hier hin. Ich hoffe, ich bin hier erstmal kurz sicher, dass ich kurz einen Schnitt machen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Kill Wendrick. Ich glaube, so habe ich den letzten Part, glaube ich, schon aufgehört. Jetzt aber wirklich, im nächsten Part töten wir Wendrick. Also zumindest versuchen wir es. So, bis dahin.